Irgendwo müsste sie sein. Jetzt soll ich das mir schon mal glitzern. Ah, hier ist sie. Los, mach auf. So, Teil, Seide. Brauchen wir alles, um besser zu werden. Gehen wir uns jetzt noch eben hier die Quest und laufen weiter. Irgendwo hier lang. Da kann ich jetzt von dem Köln da was bekommen? Nee. Ich dachte schon, ich könnte was von dem haben. Vielleicht habe ich das ja hier auch eingenommen. Was haben wir denn hier? Gucken wir später mal. Oder? Ach komm. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt will ich hier gucken. Was wir hier haben. Scheint ja irgendwie so eine Gruft zu sein oder so. Ah ne, okay. Kanalisation. Hä? Was ist denn da? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Nö. Nur ein Haufen Dreck. Dann gehen wir wieder raus. Aber Hauptsache, hier sind immer überall Lampen an, ne? Die Dinger immer anmacht. Komm. Ich wollte schon gerade sagen, jetzt hat es aufgehört zu regnen, aber doch nicht. Das hat nur getäuscht, weil wir ins helle Licht gegangen sind. Lasst ihr meine Leute hier in Ruhe. Ah. So, wieder einen Fähigkeitspunkt bekommen. Hilfst du mir oder guckst du nur? So. Okay, prinzipiell hätte wahrscheinlich auch geholfen. Ja, da, jetzt plündern. Geht doch. Joe. Alles gut? Ich bin alles gut. Komm mal mit. Ich will da noch irgendwo einer. Da vorne. Da ist irgendwo noch einer. Hä? Da unten. Da? Nee. Was ist der denn? Okay, ich hab schon zwei. Zack, die hol ich mir. Bäm. Erwischt. Und wieder welche erwischt. So, wollen wir eben nochmal zu dem Händler da vorne gehen. Hier, da ist er. Medizin hab ich voll. Ich hab ja alles voll. Na gut, dann brauchen wir auch nichts. So, nachdem ich jetzt über anderthalb Wochen krank war, geht's jetzt endlich mal weiter hier mit Assassin's Creed Syndicate. Wollte ich aber erstmal gerade gucken, was ich eigentlich überhaupt vorhatte. Aufgedeckt hab ich. Was haben wir hier? Gepresste Blume? Das will ich jetzt mal anschauen. Keine Ahnung, was das sein soll. So. Wieder die Roten, die da so stumpf machen. Aber das ist gerade Polizei. Da können wir. Was haben wir denn hier? Achso, den können wir rekrutieren. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Hier ist diese. Achso, hier ist diese komische Blume. Hier irgendwo. Gucken wir mal eben. Was ist denn das jetzt? So, hier direkt. Irgendwie vor mir. Da, ah. Untersuchen.
Gepresste Blume. Ah ja. Was das gebracht hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch wieder irgendeine Sammelgeschichte. Ja, da ist alles rot. Ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mal hier rüber gehen. Machen wir das auch. Die Pressefreiheit. Laufen wir mal schnell darüber. Hier lang. Entschuldige, wenn ich ab und zu huste, bin noch nicht ganz auf dem Damm. Ja, aber ich wollte jetzt auch nicht mehr länger warten. Ich wollte endlich weiterspielen, neue Aufnahmen machen. Deswegen entschuldige ich mich ab und an mal noch ein bisschen huste. So, hier vorne ist schon unser Ziel. Mal gespannt, was wir für die Pressefreiheit so Schönes machen dürfen. Das finde ich mal irgendwie so komisch, diesen Ladebildschirm hier. Ach, verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Ivy Frey und ihr Bruder Jacob. Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. Sowas hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an Ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Frey. Nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Das nehme ich. Ich kann Ihnen helfen. Okay, also spielen wir jetzt wahrscheinlich Ivy. Oh, Miss Frey, ich bin so froh, dass Sie mir helfen. Hä? Warum liegt denn da schon wieder jemand tot in der Gosse? Ja, das scheint normal zu sein. Nun, Sie wissen schon, dass es noch heute sein muss. Ja, hör auf zu jammern. Also, Mr. Bell. Ja, die fahren schon wieder falsch. Arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Frey, sondern die menschliche Stimme. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Telefon? Wie bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starrick Telegraph Company. Und deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja. Und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wachen zu passieren. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. Ja. Haben wir also mal eben den Namen fürs Telefon erfunden. Mann, der englische Verkehr hier, der nervt mich richtig. Gesehen davon, dass diese Kutschen so blöd zu lenken sind. Nicht der Obert Westminster. Ruhig, Mädchen. Kriegen wir schon noch. So, jetzt aussteigen. Gut. Ah ja. Drücken Sie L1, um hohe Gebäude zu erklimmen. Drücken Sie an einer Kante L1, um per Seilrutsche große Freiräume zu überwinden. An einer Seilrutsche können Sie mit L und R2 Ihre Geschwindigkeit kontrollieren und sich in der Luftattacken
über Gegner in Position bringen. Ja, cool. Dann hüpfen wir mal auf den schönen Tower of London. Big Bang ist nämlich die Glocke, habe ich mir sagen lassen. So, wie komme ich denn jetzt hier mit L1? Ja. Okay, das macht sie sehr automatisch. Anscheinend egal, wie hoch das ist. So. Schon sind wir oben. Hier, so. Das müsste der Big Bang sein. Die Glocke. Oder das ganze Glockenspiel. Aber ich glaube, es ist tatsächlich diese eine Glocke hier. Die Big Bang heißt. Und das hier ist der Tower of London. So viel dazu. Als gelernter Elektriker ist das natürlich jetzt auch kein Problem für mich, hier die Sicherung zu tauschen. Schöne Aussicht. Ja, ich habe schon gerade überlegt. Ah ja, das hätte mich auch gewundert, wenn nicht hier ein Aussichtspunkt ist. Ja, ich will mal springen. Komm rauf, der. So. Geht doch. Das dürfte ja somit der höchste Punkt hier sein im Spiel. Ich weiß gar nicht, ob in London, aber wobei jetzt mittlerweile bestimmt, gibt es bestimmt höhere Gebäude als den Tower of London. Aber damals, werden wir jetzt vielleicht gleich sehen, wenn wir hier einmal rumschauen. So. Ja, sieht nicht so aus, als gibt es da irgendwas Höheres. Nee. Synchronisieren wir mal. Das müsste die Westminster Abbey dann sein, ne? Die Kirche da. Ich bin in London noch nie gewesen. Aber steht auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-Liste. Dann werde ich wahrscheinlich auch wieder so ein Video machen wie zu Paris. So, wo müssen wir runter? Ich bin nicht sicher, ob da und da unten das Ding ist. Also jetzt geradeaus runter. Da sind hier mehr Kutschen. Ja, ich glaube, das kann nur da im Innenhof sein. Halte R2, L und Kreis. Na? Sollst du nicht da so runtergehen, sollst du springen. So. Die Zivil macht diesen geilen Sprung einfach ganz Zeit nicht. Warum nicht? Die will immer da so runter, ist doch blöd. Todessprung. R2. Hey, hallo, willst du mich veräppeln? Oder ich guck einfach in die falsche Richtung. Ah ja, jetzt machst du zumindest einen Todessprung. Ich hoffe, da ist auch was, wo sie drin landen kann. Ah ja, okay. Cleveres Mädchen. Du wolltest halt nicht tatsächlich in den Tod springen. Gut. Auf. So, einmal hier rüber hüpfen, bitte. Ja, ja, ich will das Sperrgebiet hier auch verlassen. So. Da haben wir, glaube ich, einen Feuerwehrwagen. Wo muss ich denn jetzt hin? Da vorne stehen wir doch, oder? Das müssten wir sein. Und jetzt? Ach so, ich habe nur eine von drei installiert. Oh, bin ich blöd. Muss ich auch alles ganz lesen hier. Gucken wir mal, dass wir da raufkommen. Scheint ja keins zu stören. Los, rauf da. Und wir müssen da noch einen Schritt nach vorne. Hüpfen wir mal hier rauf. Zack. Geiles Teil, das hätte ich eigentlich auch gerne. Oh, da sind... Hey, was machst du denn? Oh, ich so doof. Mann. Zum Glück haben die mich nicht gesehen, die Typen. Aber die sind so eiskalt. Ist ja die Elite schlechthin. Von den Engländern. So, wo ist denn jetzt hier ein Sicherungskasten? Ich bin auf der falschen Seite, glaube ich. Nee. Nee, unter. Ah, das ist der Sicherungskasten.
Nein, nicht so weit runter. Noch. Komm. Oh, hey. Willst du mich veräppeln? Hüpft die ganze Zeit da dran vorbei. Deswegen mag ich diesen Automatismus nicht ganz so sehr. Hüpft. Alles klar. Also ich kann nicht runterrutschen, okay. Hilft zwar ab und zu doch sehr viel, aber nervt dann doch teilweise sehr. Okay, jetzt hängen wir hier fest. Kann ich jetzt nicht... Ah, jetzt kann ich rutschen, okay. Machst du nicht so wie Lever, aber so ähnlich. Okay, los, weiter. So, schön jetzt hier herlaufen. Die sehen das schon nicht, die Typen. Und angreifen will ich hier ja auch nicht. Ach, zur Seite. Ich will doch nur hier dran vorbei. Runter. Und runter. So. Nein, nicht so weit. Ja. Komm. So, jetzt hier runter. Das machst du aber schon eleganter hier, so dass die Haus schräg runter, also Dach schräg runter zu rutschen. Finde ich schon doll. So, jetzt schon hier rauf. Ich höre die ganze Zeit hier so komische Geräusche da. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh, was machst du denn? Du sollst auf die Kante. Da auf die Kante! Oh, du bist so blöd. Naja, egal. Funktioniert auch hier lang. So, jetzt rauf. Kann ich das eigentlich auch irgendwie unterbrechen, falls hier mein Fenster auf ist? So. Noch ein Stück. So, jetzt aber. Da haben wir den letzten. Gut, haben wir also schon getauscht. Das sollte reichen. Können wir jetzt hier irgendwo hinrutschen? Achso, nee, da gehst du dann nur nach oben. Hier ist schon wieder dieses komische Geräusch. Ach, ich glaube, das ist die Eisenbahn da. So, mit Bell reden. Heißt, wir müssen hier wieder runter. Todessprung kann ich machen. Wohin? Ich sehe nichts. Machst du vielleicht auch einfach so irgendwo hin, schon direkt? Ich hoffe, da ist was. Ah ja, da ist was. Zack. Ja. Schön. Die Wache schart da ein bisschen mit den Füßen. Na, verdammt. Der hat mich gesehen. Ja, ja, ist gut. Ich hau ja schon ab. Tröst mich nicht, tröst mich nicht. So, und weg bin ich. Bis du hier oben bist, bin ich schon ganz woanders. So. Hier noch irgendwo rum? Da? Nee, ich wollte doch eigentlich nur hier lang. Wow. Wo kommt der denn auf einmal so schnell her? Das muss auf jeden Fall jemand anderes gewesen sein. Los, Seite, weiter. Los, da lang. Nein, ich will runter. Mann, ich guck doch extra. Boah, willst du mich eigentlich verarschen? Wo guck ich denn? Boah. Ich sag ja, Assassinen sind die reinsten Affen, ey. Wirf dir eine Banane hin und sie laufen direkt drauf zu. Ich glaube, es müsste mal hier Templar-Creed geben. Das wäre es mal. Die sind bestimmt besser. Rauf da jetzt mit deinem dicken Hintern. Wobei, so dicke Zeit eigentlich nicht. Rauf da! Ich will so mich veräppeln! Die ist so blöd. Ja, auch wenn da Wachen sind. Laufen jetzt einfach schnurstracks dran vorbei. Hallo! Ja, schlag dir mal Alarm. Ich bin jetzt hier weg. Noch! Kannst du nicht verfehlen, die macht dich... Was? Runter mit dir, du doofe Nuss! Runter! Runter heißt da unten, nicht nach oben oder zur Seite. Meine Güte.
Weiter. Weiter. Und drauf da. Und auf der anderen Seite. Zack. Weiter. Sollen dich ja nicht finden, die doofen Köpfe. Ach, wir müssen, glaube ich, einfach nur hier drauf gehen.